Herzlich willkommen zu einer Doppelausgabe von RWO TV. Am Dienstag war die SG Wattenscheid im Stadion Niederrhein zu Gast. Heute, bei strahlendem Sonnenschein, dürfen wir die jungen Fohlen aus Gladbach begrüßen. Ob wir 2 Siege einfahren konnten und damit 6 Punkte auf unser Konto rechnen konnten, seht ihr jetzt in der Zusammenfassung. Ist der Torschütze Rafael Garcia. Rafael, Wattenscheid hat euch das Spiel heute sehr, sehr schwer gemacht. Es stand lange 0-0. Woran hat das gelegen? Ja, ich denke mal, die erste Halbzeit war sehr schwer für beide. Kein so gutes Spiel, viele Zweikämpfe gehabt. Und ja, zweite Halbzeit haben wir frischen Wind reingemacht mit Engel, Günni und mich. Ja, das ist so geklappt am Ende. Umso schöner. 3 Punkte und das am Ende noch verdient. Ich glaube, bei deinem Tor haben lange alle den Atem angehalten. Es waren eine gefühlte Ewigkeit, bis endlich das Tor gefallen ist. Warst du danach auch so erlöst wie die Fans? Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch die letzten Wochen jetzt nicht so viel gespielt. Ja, umso schöner für mich, mich zu belohnen jetzt nach der langen Zeit jetzt in der Vorbereitung. Und bin mega froh, das heute schießen zu dürfen. Bei mir ist Kai Nakovic. Kai, ein Spiel, was lange 0-0 steht, was sehr auf die Nerven ging. Wie habt ihr es empfunden? Ja, das war ein sehr, sehr ätzendes Spiel, vor allem taktisch von beiden Mannschaften hervorragend, gut verschoben. Torchancen jetzt nicht so viele. Ich kann mich erinnern, Wattenscheid in der ersten Halbzeit eine, wir in der ersten Halbzeit eine. Im Endeffekt, Spiele gewinnt es halt, wenn hinten die 0 steht und dann vorne einen machst. Ne? Kann man sagen, dass ihr das 5-0 aus dem Hinspiel wieder gut gemacht habt bei den Fans? Ja, davon gehe ich stark aus. Wir sind momentan alle richtig gut drauf. Wir haben uns vorgenommen, das Hinspiel wieder wegzumachen und mit dem 1-0 ist uns gelungen. Begrüße den Gästetrainer Farah Toko und unseren Cheftrainer Mike Terranova und bitte den Gast um das erste Wort. Ja, erstmal Glückwunsch an Oberhausen und an Mike, seine Truppe. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass sie gegen uns gewonnen haben. Ich glaube, insgesamt in dem Spiel hat es keinen Sieger verdient. Ich denke, dass das Spiel von den Torchancen her sehr ausgeglichen war. Wohl erste Halbzeit ja, nicht so wir nicht so ins Spiel reingekommen sind, wie wir uns das gewünscht haben. Nichtsdestotrotz gehen wir mit dem 0-0 in die Kabine. Waren, glaube ich, Chancen auf beiden Seiten da. Zweite Halbzeit kamen wir etwas frischer raus. Wollten unbedingt aber auch einen Dreier holen. Das haben wir uns in der Kabine gegangen, mit allem Risiko. Ich glaube, da hat Nico Buckmeier noch eine Riesenchance gehabt. Und kurz vor Schluss hatten wir noch eine klar Überzahlchance, die wir dann nicht gut ausspielen, weil wir da auch sehr lange brauchen und kriegen dann im Gegenzug das 1-0. Ja, manchmal hat man das Glück, manchmal hat man das Pech. Aber wie gesagt, Glückwunsch an Oberhausen. Aber insgesamt denke ich, dass wenn das Spiel hier 0-0 ausgeht, auch gerecht ist. Dankeschön. Vielen Dank. Mike, deine Einschätzung? Ja, ich sehe es halt genauso wie Fahrrad halt. Es war halt kein schönes Spiel für die Zuschauer, halt, wo es rüber und runter ging. Wattenscheid hat uns das Leben halt sehr, sehr schwer gemacht. Die standen halt sehr, sehr gut, ne, haben halt kaum Räume gelassen. Ne, das haben man auch viele Bälle, lange Bälle auf Keta halt, der das auch richtig gut macht. Ist halt immer die Gefahr, dass man dann halt irgendwann in so einen Konter halt reinläuft. Ne, ich glaube, der hat gefühlte 90% der Kopfbälle gewonnen. Ja, aber ich meine, das Problem ist ja auch bei uns, wir haben halt wenige Spiele auf dem Buckel. Ne, und das merkt man dann halt auch in den Spielen, ne, dass uns halt der Rhythmus so ein bisschen fehlt. Aber ich bin natürlich sehr, sehr froh, dass wir endlich gegen Wattenscheid mal gewonnen haben. Ich habe mir natürlich die Statistik auch angeguckt und die tat halt schon weh. Ja, unter Fußballern sagt man halt ein dreckiger Sieg. Ne? Ich meine, mit 0-0 wäre ich auch zufrieden gewesen, aber umso schöner halt, wenn man kurz vorm Ende einen Treffer halt macht, wo wir dann halt gewinnen. Ja, wir nehmen den Lauf jetzt mit. Ne? Jetzt heißt es auch wieder, in Samstag spielen wir halt das nächste Spiel, die Kräfte mobilisieren. Und dann wollen wir natürlich gegen Gladbach den nächsten Dreier holen, denn wir haben die Saison noch einiges vor. Ja.
Alexander Scheelen, 3:1 gewonnen. Kann man langsam davon sprechen, dass ihr eine Serie habt? Ja, doch. Also da ist jetzt, wir haben in diesem Jahr alle Pflichtspiele gewonnen. Wir sind wirklich gut drauf. Von daher müssen wir jetzt aber auch zusehen, dass die Serie, dass wir die jetzt weiter ausbauen. Wir klettern weiter nach oben in der Tabelle. Und ja, es fühlt sich auch einfach gut an, auch heute gegen so eine spielstarke Mannschaft gewonnen zu haben. Wir sind auf einem guten Weg, definitiv. Jetzt hast du ja heute deinen ersten Doppelpack in der Karriere gemacht. Was ist das für ein Gefühl für dich? Ja, Tore zu machen, ist immer ein schönes Gefühl, ne? Und jetzt hat das mal auch doppelt geklappt. Umso mehr freut mich das. Aber zählen die 3 Punkte und ja, jetzt kommt eigentlich immer dasselbe, wer die Tore macht, ist egal, aber klar, ich habe einen Doppelpack gemacht, das freut mich wirklich wahnsinnig und ja, ist ein wirklich schönes Gefühl. Gladbach war am Anfang sehr stark, kann man sagen, dass dein Tor euch vielleicht auch erstmal richtig ins Spiel gebracht hat, es kam ja auch sehr überraschend. Ja, wir sind natürlich schwierig reingekommen, ich meine, wir haben, wie gesagt, Gladbach ist auch eine wirklich gute Mannschaft, die den Ball auch in den eigenen Reihen gut laufen lässt. War natürlich das Tor, es war natürlich so ein Knoten, der geplatzt ist, sag ich mal. Und danach haben wir einfach wirklich, wirklich gut gespielt. Wir haben den Ball wirklich gut laufen lassen. Von daher geht auch der Sieg absolut verdient. Jetzt geht es nächste Woche Samstag weiter gegen Sprockhövel. Was ist euer Ziel? Ja, auch da müssen wir 3 Punkte mit nach Hause nehmen, ganz klar. Sprockhövel ist eine Mannschaft, die ganz unten drin steht. Da weiß man auch, dass solche Spiele wirklich schwierig sind. Aber wenn wir die Sache so konzentriert angehen wie heute oder wie in den Wochen zuvor, dann kommen wir über eine Qualität, die in der Liga eigentlich wenige Mannschaften haben. Von daher fahren wir auch dahin, um zu gewinnen, ganz klar. Wir fahren eigentlich bei jedem Spiel auswärts hin, um zu gewinnen. Dankeschön. Ich begrüße beide Trainer. Zu meiner Linken den Gästetrainer Ari Valent und zu meiner Rechten Cheftrainer Mike Terranova. Und bitte den Gast um das erste Wort. Das ging ja schnell. Ja, Glückwunsch an Rot-Weiß Oberhausen. Ich glaube, dass sie es am Ende natürlich verdient haben. Obwohl ich dann doch manchmal ein bisschen Bauchschmerzen, weil es hört sich im Moment ein bisschen klar an. Aber ich glaube, große phasenweise in das Spiel war es doch nicht so klar. Ich glaube, wir haben ja 2 Riesenchancen, dieses Spiel, wo wir in Führung gehen können. Schon in der ersten Halbzeit, wo eine von der Linie geholt wird oder zum Ausgleich schon in der zweiten Halbzeit. Nichtsdestotrotz hat uns ein bisschen auch ein gewisser Cleverness gefehlt. Es hat, ja, wir waren in phaseweise im Spiel ein bisschen unaufmerksam und der Gegner hat es eiskalt ausgenutzt. Ist eine Seniorenmannschaft, haben hochverdient dann am Ende gewonnen, muss ich sagen. Waren einfach ein bisschen cleverer. Wir waren nachlässig, bemüht haben wir uns. Das kann ich die Mannschaft dann nicht abstreiten, aber nachher war es dann doch eine klare Sache. Und ja, wenn man 5 Spiele hat nach der Weihnachtenpause und man verliert 4 Mal davon, dann kann man nicht mehr sagen immer, dass das alles gut ist. Aber wir haben uns heute definitiv dann verabschiedet von ganz oben. Wir brauchen uns dann nicht mehr darüber zu reden, ob wir überhaupt mal eine Chance haben, noch Aufstiegsrängen. Aber nichtdestotrotz sollten wir die Saison vernünftig zu Ende spielen. Aber das hat auch mit dem heutigen Spiel nichts zu tun. Rot-Weiß Oberhausen verdient gewonnen. Glückwunsch und gute Rückrunde. Vielen Dank. Mike, deine Einschätzung zum Spiel? Ja, ich bin natürlich sehr zufrieden. Wir haben wirklich gegen einen guten Gegner halt, der immer gefährlich war. Also ich muss ein Sonderlob an meine Viererkette halt auch, weil die kamen halt viele Bälle. Ich meine, die haben für mich erschreckend viele lange Bälle gespielt, die aber irgendwo auch immer gefährlich waren. Und da muss man natürlich immer Angst haben. Die haben ja auch eine gute Geschwindigkeit vorne, dass da mal einer durchrutscht. Aber ich glaube, dass unsere Viererkette das wirklich super gemacht hat. Generell an allen halt. Wir hatten uns halt auch vorgenommen, weil wir halt in den letzten Wochen halt zu viel über Kurzpass, immer nur kurz, 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 da hat man natürlich drüber gesprochen, dass wir auch mal variabler sein müssen. Das haben wir auch gerade erste Halbzeit gut gemacht. Viele Bälle in der Tiefe sind oft, sehr oft gut durchgekommen. Und ich glaube auch gerade in der ersten Halbzeit, die Bälle, da hätte man auch vielleicht schon 1-2 Tore mehr machen können. Oder müssen halt auch, ne, weil wir auch klare Sachen haben, wo wir die Bälle hinspielen, wie wir reinlaufen. Das haben wir am Anfang nicht gemacht. Ja, sehr zufrieden war ich heute auch mit viele zweite Bälle gewonnen. Da hatten wir auch in den letzten Wochen ein bisschen Probleme. Und ja, ansonsten freut mich das auch gerade. Nochmal ein Sonderlob an Engelmann halt. Der war davor die Woche aus taktischen Gründen halt draußen.
kam rein, hat Schwung gebracht, heute von Anfang an zwei wichtige Tore vorbereitet. Also im Moment macht es wirklich sehr, sehr viel Spaß. Wir haben jetzt 4 Siege geholt nach der Winterpause und ja, besser kann es für uns nicht laufen. Und jetzt ist es halt wichtig, hungrig zu bleiben, ne, die Punkte halt sammeln, dass wir eine Euphoriewelle wieder starten bis auf Duisburg und dann hoffen wir, dass wir da halt nochmal so ein wichtiges Spiel gewinnen und dann kann man wirklich die Saison halt noch ein bisschen vergolden halt. Das war unsere RWO-TV-Doppelausgabe. Es hat funktioniert. 6 Punkte aus 2 Spielen. Nächste Woche spielen unsere Kleeblätter dann gegen Sprockhövel.